Auf unserer Zeitreise durch ausgewählte Epochen der Kunst befinden wir uns nach wie vor im Sprengel-Museum in der Epoche der modernen Kunst ab dem 20. Jahrhundert. Der zweite Stopp, den wir nun einlegen, zeigt uns nach der Stilrichtung des Kubismus im Zeitraum von 1907 bis 1914 den Expressionismus zwischen 1905 und 1925. Geprägt wird der Expressionismus durch die Loslösung der Farbe von der realen Umwelt. Die Farbe ist nunmehr die neue Ausdruckskraft. Der Expressionismus ist somit als Gegenkunst zum Impressionismus mit der Wiedergabe seines realen, weltlichen Umfeldes zu verstehen. Wobei wir hier aber keinen formalen und inhaltlich einheitlichen Malstil vorfinden. Ja, der deutsche Expressionismus ist vor allem geprägt durch die sogenannten Brücke-Künstler, die sich damals in Dresden in den 10er Jahren gegründet haben. Dazu gehört zum einen Carl Schmidt-Rottloff, aber auch alle Künstler, die man hier im Raum sehen kann, von Kirchner, Pechstein, hängen hier Beispiele, die diesen Expressionismus sehr darstellen. Wir haben jetzt dieses Bild ausgewählt, das ist von 1913, vier Badende am Strand, ein Bild von Carl Schmidt-Rottloff. Was man hier sieht, ist eine sehr farbkräftige Komposition, die ein Landschaftsbild ist, also auch ein Meerbild, obwohl man das Meer hier eigentlich eher vermisst. Was man auf jeden Fall sehen kann, ist der Blick in eine Landschaft. Und sehr markant ist die Farbe Rot. Und wenn Sie das hier sehen, das ergießt sich regelrecht als Farbkomposition. Sie sehen hier das Rot, das dann in diese Rückenfigur der Frau aufgenommen wird. Und man spürt regelrecht den Farbauftrag des Künstlers, also wie hier mit der Farbe expressiv ins Bild aufgegangen ist. Spannend ist auch, dass die Farbe nicht mehr Lokalfarbe ist. Also hier zum Beispiel bei dem Busch beschreibt sie nicht das Grün eines Naturelements, sondern es geht eher darum, die Expression auszudrücken. Und dadurch findet sich hier zum Beispiel auch Blau. Oder Sie haben hier das Gefühl, das sind wie Flammen, die aus der Erde kommen. Oder auch der Rücken dieser Frau, der eben blau ist, rot ist. Oder auch, wenn Sie das hier sehen, das wiederholt sich ja dann auch in den einzelnen Elementen dieser Landschaft, die man sehen kann. Und das Meer, das ist vielleicht ganz hier im Hintergrund mit dem Gelb eines Strandes, aber im Grunde geht es gar nicht darum, es geht eher ein Gefühl auszudrücken, was sich durch die Farbgestaltung wiedergibt. Die gesamte Zeitreise können Sie sich auf H1 YouTube und dort Playlists jederzeit ansehen.